Und willkommen zurück hier in Hogwarts Legacy und bei mir bei The Only One in unserem Raum der Wünsche. Wir sammeln gleich mal einen Mega-Power-Tank ein, denn wir decken uns gerade ein mit Tränken, einen kleinen Trankvorrat, dass wir den dabei haben, damit wir gerüstet sind für alles, was eventuell auf uns zukommen könnte. Wir haben ja in der letzten Folge die Hauptstory vorangetrieben und auch jetzt sind wir fleißig dabei. Allerdings möchte ich jetzt, bevor wir das mit dem Kobold hier erledigen, gerne erst das mit dem Hausmeister machen, damit wir Alohomora endlich lernen. Das würde ich jetzt gerne erst in Angriff nehmen und dann natürlich auch vorher noch den Tierwesenunterricht. Möchte ich nur noch mal hier kurz gucken, ob wir noch irgendwas einsammeln können. Ja, hier noch mal Powertränke. Genau. Hier drüben auch noch mal eine. Okay, wie viel haben wir jetzt? 20 erstmal. Ich denke, 20 ist mal gut. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Ja, das sind wir, Dick. Das sind wir. Malvenkraut, ein paar Sekunden, die nehmen wir auch noch mit. Und da geht's runter in den anderen Raum. Da haben wir auch noch eine kleine Ansammlung an Pflanztischen. Das dauert allerdings noch 6 Minuten und die Schrumpfelfeigen noch etwas mehr. Gut, nehmen wir nochmal das Malvenkraut mit. Und dann suchen wir mal diesen Professor auf, würde ich sagen. So, gleich nochmal welche reinstellen. Das macht ja nichts. Okay, wunderbar. Und unsere Zauber, die müssen wir natürlich auch wieder verändern. Also ich würde sagen, Alohomora machen wir auch mal hier unten hin und machen. Haben wir jetzt hier nochmal. Das war Confringo. Der ist ja schon mal ganz gut. Die Findo, das haben wir jetzt hier unten mit drin, genau. Das ist Expelliarmus. Das würde ich jetzt mal hier noch mit reinmachen. Und was war das hier nochmal? Ach so, Confringo, ja. Guardium Leviosa, Reparo, Lumos und das ist Unsichtbarkeit. Okay, na eigentlich. Eigentlich ist das blödsinnig. Jetzt haben wir hier zweimal Expelliarmus drinnen. Das ist unnötig tatsächlich. Was ist das hier nochmal? Arresto Momentum. Oh, das könnten wir noch mit reinnehmen. Dann nehmen wir das hier noch mit rein. Ja, das ist doch gut. Ja, dann lassen wir das so. So ist das, denke ich, recht gut. So können wir auch nochmal... Das ist ja nicht so schlimm, dann haben wir hier zweimal den gleichen drinnen. Wobei, das sollten wir tatsächlich... vielleicht einen anderen noch nehmen. Das ist blödsinnig. Lasst mich kurz überlegen. Ja, irgendwann kriegen wir ja den hier noch. Dann machen wir den noch mit rein. Dann machen wir hier halt nochmal tatsächlich unsichtbar. So, okay. Das heißt, wir müssen einmal nachsehen, wo ist denn der nette Mann? Hier ist der Hausmeister an der großen Treppe. Ja, dann gehen wir da mal hin. Oh, da muss ich sagen, freue ich mich jetzt auch sehr drauf. Dass wir dann endlich wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Alohomora nutzen können. So, wir schauen mal, wo der gute Mann ist. Oh, hier ist noch ein verschlossener Schrank. Müssen wir ja glatt mal noch gucken. Oh, ich höre ihn schon. Dachte ich zumindest. Schade, ich dachte, ich hätte gerade einen Schlüssel gehört.
schaue nur mal ganz kurz. Doch, ich höre doch hier was. Oder vielleicht doch nicht. Na, anscheinend doch nicht. Wird ja nicht ganz hier oben sein, oder? Das wäre ja seltsam. Doch, da ist er tatsächlich. Da ist er tatsächlich. Jetzt müssten die Stufen sich umwandeln und man müsste hier runterrutschen können. Ha, das wäre jetzt auch cool. Einmal hier runter. So, halt, wo ist der Schrank? Hier. Sehr schön, da haben wir wieder mal einen Schlüssel entdeckt. Nebenbei hier auch noch ein bisschen weitermachen. Oh, das war ein bisschen zu spät. Entschuldige bitte, armer Schlüssel. So, aber jetzt einmal eine Hausmarke. Dann sprechen wir einmal hier mit Gladwyn Moon. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwyn Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Los, nehmen Sie den Mond. Entferne den Mond von der Statue. Gladwyn will, dass ich den Mond von der Demigeist-Statue entferne. Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten so? Sie dies nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr. Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demigeis. Ein Demigeist? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demigeis. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demigeist auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden.
Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Warum sollte ich? Das erscheint mir unnötig riskant. Ach, seien Sie versichert. Das Risiko ist gering. Und es gibt sogar eine Belohnung. Ich werde Sie einen besonders nützlichen Zauberspruch lehren. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohumora. Aber die Ausgangssperre... Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Als ob uns jemals die Ausgangssperre irgendetwas bedeutet hätte. Sehr schön, wir können Allohumora. Interagiere mit einem Schloss, um den Entriegelungszauber Allohumora zu wirken. Nutze Allohumora, um die Tür des Lehrerturms zu öffnen. Oh, toll. Gladwin hat mir Allohumora beigebracht und will nun, dass ich den Zauberspruch nutze, um die Tür zum Lehrerturm zu öffnen. Ach, ist das toll. Allohumora. Oha. Nutze Q, E und A, D, um die Funken zu bewegen und die Scheiben zu drehen, bis beide zugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Dies öffnet das Schloss. E. Okay, und A und D. Ah, und wie müssen die dann stehen? Zugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Ah. Hat sich jetzt gerade doch was getan. Ah. Und jetzt? Grünen Funken bewegen, roten Funken bewegen. Achso, das war ja das. Hä? Okay. Achso. Hm. Das ist jetzt wieder knifflig. Okay, also die drehen sich jetzt hier schon mal. Was soll ich denn... Oh. Okay, okay. Sehr schön. Ach, sehr gut. Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Okay, hole den Demigeistmond im Badezimmer der Vertrauensschüler und aus dem Krankenflügel. Also machen wir uns einmal unsichtbar. Wir lesen noch einmal hier. Laut dem Hausmeister steht eine Demigeist-Statue im Badezimmer der Vertrauensschüler und eine weitere im Krankenflügel. Ich soll mich mit Hilfe des Desillusionierungszaubers in den Lehrerturm schleichen und die Statuen holen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht erwischt werde. Alles klar? Das ist ja spannend. Das ist ja richtig cool hier. Dann reichen wir einmal hier in einen verbotenen Bereich. Das könnten wir hier jetzt tatsächlich schon aufschließen. Allohumora. Okay.
Sehr cool. Okay, hier sind wir nicht im Krankenflügel und auch nicht im Badezimmer. Liebe Mirabelle, meine liebe Dot hat nach dir gefragt. Vielleicht kann ich sie überzeugen, für ein oder zwei Butterbier vorbeizukommen, wenn du kommen würdest. Es ist schon viel zu lange her. Wenn du es schaffst, vorbeizukommen, könntest du dann wohl ein paar deiner Pflanzen mitbringen, die ganz besonders stark duften denn vielleicht? Seit dem Trollangriff hören die Kunden nicht auf, sich über den Geruch von, glaub's oder nicht, alten Socken zu beklagen. Anscheinend war ich bisher nicht in der Lage, den Gestank zu übertünchen. Ich hoffe, dich bald hier zu sehen, mit oder ohne Pflanzen, deine Freundin Sirona. Okay. Sirona hat Mirabelle einen Brief geschrieben. Wir haben eine Truhe. Sehr schön. Ein paar Galeonen. Geht's hier noch weiter? Oh ja. Das sind die privaten Räume der Lehrer. Das ist ja cool. Na gut, dass die jetzt hier nicht gerade schläft. Die Mirabelle. Auch richtig schön gemacht. Schaut mal dieses schöne Zimmer an. Ah, und eine Dachsstatue. Mega schön. Okay. Oh, ach, das ist ein Geist. So, was ist hier? Eine Feder, die selbst schreibt. Oh, Professor Fig, ich habe gerade Ihre letzte Eule erhalten. Ich bitte um Entschuldigung für meine späte Antwort. Ich erhalte immer noch eine erhebliche Menge an Zuschriften bezüglich der Quidditch-Regelform, die das Sutschen untersagt, was meiner bescheidenen Meinung nach dem Spiel seine moderne Form verliehen hat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Zuschauer vor allem ein Interesse an Quidditch haben, weil sie hoffen, beobachten zu können, wie Hüter grün und blau geprügelt werden. Bezüglich Ihres Briefes möchte ich Ihnen im Namen des Ministeriums versichern, dass alle potenziellen Gefahren für die Welt der Zauberei überaus ernst genommen werden. Ich habe Ihre Bedenken registriert und sobald es die Kapazitäten erlauben, wird sich die Abteilung für magische Strafverfolgung der Angelegenheit widmen, insofern es Ihr Zeitplan erlaubt. Wir schätzen die Ansichten von erlesenen Zauberern wie Ihnen sehr und Sie können beruhigt sein, dass wir die Angelegenheit im Griff haben. Sollten Sie es wünschen, kann ich veranlassen, dass meine Sekretärin Plätze beim diesjährigen Quidditch-Finale für Sie und eine Begleitperson besorgt. Ich bin mir sicher, Sie wollen ebenfalls gerne von den Ereignissen einer effizienten Regierungsarbeit profitieren. Wärmste Grüße, Faris Sparwin, Zaubereiminister. Okay. Das ist also Professor Figgs Zimmer. Ein paar Freiluft-Duellierhandschuhe. Schloss auf Stufe 2. Das schaffen wir noch nicht. Oh, dazu müssen wir erst noch die Demigeist-Statuen anscheinend finden. Hier wäre nochmal ein Schlüssel. Ah, ist das spannend. Oh. Wenn du Revelio ausführst, werden Orte, an denen sich Autoritätsfiguren und Gegner befinden, enthüllt, was es dir erlaubt, zu spähen und unentdeckt zu bleiben. Okay. Revelio. Da ist anscheinend eine. So, was ist das hier? Erinnerung an das Kollegium. Die Hauselfen von Hogwarts leisten hervorragende Arbeit und sind der wichtigste Grund dafür, dass im Schloss Ordnung herrscht. Keine noch so große Anzahl magischer Gegenstände, mit denen sie konfrontiert sind, ist ihnen zu groß. Kürzlich jedoch ist ein ganzer Stapel Zauberknallbonbons hinter einem Polster losgegangen. Es war eine entsetzliche Kakophonie. Einer der armen Elfen wurde vollständig in blauen Rauch eingehüllt und diejenigen von uns, die in der Nähe standen, trugen für den Rest des Tages ein entsetzliches Klingeln in den Ohren. Ich nehme an, dass Peeves der Schuldige ist. Bitte seien Sie aufmerksam und vorsichtig. Matilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. So, alles klar.
Wir schleichen einmal weiter. Revelio. Da ist einmal der fliegende Schlüssel. Kann ich natürlich den Schlüssel wahrscheinlich nicht aktivieren, wenn ich unsichtbar bin, oder doch? Doch, ich kann ihn aktivieren. Das ist ja cool. Dann machen wir den jetzt zuerst. Sehr schön, eine weitere Hausmarke. Okay, und dann schauen wir mal, wo geht es weiter? Da geht es nicht weiter. Können wir hier hinein? Stufe 2. Schloss auf Stufe 1. Ich weiß nicht, können wir das aufmachen trotzdem? Alohomora. Ja, offensichtlich. Wunderbar. Der hat nichts gemerkt hier, der Kumpel. Sehr schön. Oh. Hier ist doch, glaube ich. Ach nein, doch nicht. Hier ist wieder ein kleiner Brief. Mein lieber Abraham, Sie wären überglücklich, wenn Sie wüssten, dass die Kinder des Ortes auf der Straße vor Ihrem Arbeitszimmer mit Koboldsteinen spielen. Sie sind ziemlich charmant, muss ich sagen. Mir ist aufgefallen, dass die Jüngste keine eigenen Koboldsteine hat, also habe ich ihr einen von Ihnen geliehen. Ich wusste, dass Sie nichts dagegen haben würden. Ich hoffe, auf dem Schloss läuft alles gut. Ich bin erleichtert, dass Sie gut angekommen sind. Schreckliche Geschichten über diesen Herrn aus dem Ministerium. War er wirklich mit Elisa unterwegs und jemandem aus der Schülerschaft? Einfach furchtbar. Schreiben Sie mir, wenn Sie einen Moment Zeit haben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten der Teilnehmer des diesjährigen Akio-Duells. Ihre Schüler bewundern Sie so sehr, mein Lieber. In Liebe, M. Was finden wir hier? Revelio. Ein Topf mit Gold. Eine Truhe. Okay. Ach, süß. Oh, das Bild hängt ein bisschen verkehrt rum hier, würde ich sagen. Hey. Auch nicht schlecht. Reichen wir mal weiter. Geht's hier noch entlang? Nein. Wir da mal Treppe nach oben. Öffne gleich wieder eine Truhe. Was haben wir hier noch? Ja? Wie läuft es mit deinen Klassen dieses Jahr? Nicht gut, würde ich sagen. Oh, ach ja? Ach, wir ziehen eine Generation verweichlichter Umhangflatterer heran, die Akonitum nicht von Aphodil unterscheiden können. Nun ja, es ist ja noch früh. Vielleicht bessern sie sich. Das sagst du jedes Jahr. Oh. Haben sie uns gesehen? Haben sie uns gesehen? Ich glaube nicht, okay. Ich weiß ja gar nicht, ob wir da nicht vielleicht sogar rein mussten in diese Tür. Ich erstmal noch hier oben. Da ist wieder jemand. Fragend. Eine Seite gleich wieder einsammeln hier.
Oh, oh, wer kommt da, wer kommt da? Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Sehr schön, da müssen wir hin. Der hat uns nicht gesehen. Hallo, das Humor. Passt perfekt. Okay. Haben wir ja einen Ort schon mal erreicht, den wir erreichen sollten. Oh. Das ist auch ein Schloss auf Stufe 1. Alohomora. Ich hoffe, das können wir jetzt hier machen, auch wenn da die Vertrauensschüler stehen. Oh, hier ist eine Revelio-Seite. Revelio. Badezimmer der Vertrauensschüler. Das Bad der Vertrauensschüler verfügt über eine Wanne in der Größe eines Swimmingpools, die mit verzauberter Seife und bunten Seifenblasen gefüllt werden kann, sowie über ein wunderschönes Wandgemälde, das eine Meerjungfrau zeigt. Ah, wie cool. Das ist so cool. Wasser lassen wir jetzt mal besser nicht ein. Oh, hoffentlich kommt der jetzt nicht auf uns zu hier. Oh nein, oh nein, oh nein. Gut, dass die zwei jetzt rausgegangen sind. Ach, Glück gehabt. Hier ist sogar ein Sprungbrett, schaut mal. Ah, ist das mega cool. Klasse. So, wir haben einen Demigeist-Mond gesammelt. Ah, ist das toll. Ich würde das so gerne Wasser mal einlassen, aber ich glaube, das sollten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Okay, da ist nichts weiter. Ah, ist das schön. Kann man da reingehen? Kann man da tatsächlich baden gehen? Toll. Schaut euch dieses tolle Badezimmer an. Ist ja wirklich ein kleiner Swimmingpool. Mega schön. So, wo müssen wir noch hin? Wer bist du denn hier? Wird da noch was? Ja, schaut mal, eine Handbuchseite. Wo ist der Bekloppte? Diese Statue eines verloren dreinblickenden Zauberers, der als Boris der Bekloppte bekannt ist, verwirrt die Schüler von Hogwarts seit Ewigkeiten. Kommt er oder geht er gerade? Steht er am Anfang seiner Reise oder am Ende? Wir werden es vielleicht nie erfahren. Alles klar. Hier ist auch noch mal ein Schrank. So, jetzt weiß ich gar nicht. Wir gehen erstmal weiter nach oben. Ich weiß nicht, wo der Krankenflügel ist. Da drüben ist eine Revelio-Seite. Hier ist ein Flämmchen. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Interessiert schon einmal. Ah, das sieht mir aus wie... Oh. Okay, das hat gerade noch funktioniert. Sehr gut. Sieht mir aber aus wie der Krankenflügel. Ah, wir können hier einmal kurz Revelio machen. Revelio. Und sammeln. Hier, Einhornspringbrunnen. Der majestätische Einhornspringbrunnen verleiht dem Krankenflügel von Hogwarts eine Atmosphäre der Gelassenheit und Ruhe. Sehr schön. Oh, oh nein. Oh nein. Hoppla. Wir wurden gefasst.
Verdammt. Na gut. Ja, wir wollten sowieso die Folge jetzt gleich beenden. Jetzt starten wir aber da noch einmal. Ich hoffe, wir dürfen jetzt nochmal vor dem Krankenflügel sein. Oh nein, wir müssen nochmal komplett von vorne starten. Schade, schade. Naja, macht nichts. Das passt ja dann perfekt. Hier wollten wir die Folge, oder hier wollte ich die Folge ja sowieso beenden. Macht auf jeden Fall mega viel Spaß, auch das Rumschleichen hier. Echt klasse. Und ich bin gespannt, wie dann der Krankenflügel auch aussieht. Ich bin froh, dass wir jetzt Alohomora endlich gelernt haben, dass wir wissen, wie wir an diese Demigeist-Statuen kommen. Und ich freue mich unfassbar auf den Tierwesenunterricht und ja, egal, auf alles, was noch kommt. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Schaut also wieder mit rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss!